Ich hätte mal einen Stangeln, wa? Da gibt's nie leckeres. Also, immer mit. Sicher nicht leicht alleine mit drei Kindern. Naja, mit meinem Mann war es auch nicht leichter. Die besten Tage waren, wenn er nicht nach Hause kam. Ich habe mir oft gewünscht, dass er für einen Monat abhauen und uns in Ruhe lassen würde. So schlimm, ja? Sein Bike und der Highway waren seine Welt. Aber zu Hause ist mal Folgendes passiert. Da hat er Dorian auf einen Vater-Sohn-Trip in die Stadt genommen. Hatte was zu erledigen. Nachts kam er dann stockbesoffen zurück und ist ausgerastet, weil ich die Cops gerufen hatte. Und? River hat ihn in einer dreckigen Bar aufgegabelt und Dorian heimgebracht. Muss erleichtert gewesen sein, als er weg war. Wochenlang habe ich jede Nacht geheult. Mein Mann wurde ermordet. Der Vater meiner Kinder. Das tut mir leid. Randy hat sich verändert, zog sich immer mehr zurück. Und ich hatte schließlich noch zwei weitere Kinder. Das Leben war mit und ohne ihn schwer. Manchmal gibt es keine Lösung. Wie ist er gestorben? Die alte Kaldos meinten, dass es ein ehrenvoller Tod war. Was zur Hölle das auch heißen mag. Sie zeigten mir seine Leiche, wo mal sein Gesicht war. Ich konnte keine Ehre darin erkennen. Wechseln wir das Thema. Bleib stark, Joss. Sicher nicht leicht alleine mit drei Kindern. Naja, mit meinem Mann war es auch nicht leichter. Die besten Tage waren, wenn er nicht nach Hause kam. Ich habe mir oft gewünscht, dass er für einen Monat abhauen und uns in Ruhe lassen würde. Ah, okay, es ist wieder dasselbe. Okay, alles klar. Woran denkst du? Dass alle Frauen in deinem Leben Charakter haben. Das ist der Wohnwagen. Achte auf jedes Detail, okay? Uncle River! Monique, Dorian. Na, ihr? Ist das dein Partner? Ein Freund. Schläfst du hier? Mal sehen. Eure Mutter wartet mit dem Essen auf euch. In den Wohnwagen ist Randy eingezogen, nachdem ich einen neuen gekauft habe. Loch. Erinnert mich an meine erste Bude. Seh dich um, ich durchsuch den Müll. Alte Dose. Ei zu Hause. Pferdchen. Achso, haben wir. Was haben wir denn hier? Drogen? Fang gar nicht erst an. Sicher der Leistungsdruck. Man kennt euch jetzt hier nicht. Nette Bude. Verschlossen. Eine Ahnung, wo der Schlüssel ist? Nein.
Die Tech ist teuer. Konnte Randy sich das leisten? Hast du Witze? Solche Hardware hätte Randy sich nie leisten können. Viel zu teuer. Wir müssen da rein. Aber wir brauchen das Passwort. Kannst du es knacken? Komm. Painted hier. Overlord. Seine Lieblingsband. Kennst ihn gut. Hab ihm zum Geburtstag immer ein Album geschickt. Ich suche aber einen Schlüssel. Suche jetzt erstmal den Schlüssel. Gehen wir. Lass es mich versuchen. Oh Gott, das will. Ging halt so relativ schnell. Volltreffer. Hilf mir beim Durchsuchen, okay? Neue Nachrichten. Tut mir leid. Von mit so einem Wagen haben sie Harris geschnappt. Blockierte Straße. Scheiße, an den Tag erinnere ich mich. Er lebt in der Nähe einer alten Schule. Echt einfühlsamer Engel, dieser Typ, was? Er hat Randys Identität rausgefunden und ihm irgendein Spiel geschenkt. Der Typ hat Randy angelockt. River, siehst du, was ich sehe? Nein. Unmöglich. Warum sollte er sowas tun? Randy hat sich nicht nur auf das Treffen eingelassen. Er hat sich so sehr darauf gefreut wie ein Kind zu Weihnachten. Was zur... Dieses Monster hat Randy ganz durcheinander gebracht. Außer Natalie hat er wahrscheinlich niemandem vertraut. Kommt man über den Link auf die Seite? Und für Link? Irgendwas ist richtig krank an diesem Karton. Echt gruselig. Irgendein Link. Der aus Randys Notizen. Finden wir es raus. Bild hier?
okay. Eine versteckte Seite, erstellt von Anthony Harris. Scheiße. Das ist doch krank. Da war mal eine Datei. Wurde wohl gelöscht, aber der Name steht da noch. Der Name? Ist die Videodatei auf Randys Computer nicht so ähnlich? Das war ein Video, oder? Hey, guck mal. Der Name von diesem Cartoon passt zu der fehlenden Datei auf Harris' Seite. Genau sowas mussten wir für Yavin finden. Das ist es wie. Randy muss ihn runtergeladen haben. Sicher. Aber vor allem könnte das der Schlüssel zu Harris' Gedanken sein. Hoffentlich. Hey, kannst du hier mit deinem Netrunner-Hokuspokus irgendwas rauszaubern? Jetzt soll ich keine IP-Adresse finden, das ist ja auch lustig. Wie soll ich denn machen? Oh, da fehlen mir. Scheiße. Warte mal, Charakter. Das ist die hier, wa? Ja, da fehlt mir leider das Wissen. Schade. Bin ich die Art von Zauberer? Okay. Dann müssen wir es so schaffen. Dieser Cartoon, River. Vielleicht suchen wir genau danach. Wir brauchen doch was, das Harris zum Träumen animiert. Schick ihn Yavin. Okay, mache ich sofort. Sie sagt, sie meldet sich spätestens morgen. Und, dass ich ein Hurensohn bin. Und, komm, wir gehen was essen. Gut, dann gehen wir was essen. Dann müssen wir ein bisschen das Internet, also unsere Intelligenz ein bisschen erhöhen. Hey, lass uns Joss nicht unnötig beunruhigen, okay? Wir haben eine heiße Spur und wissen morgen mehr. Ende aus. Okay. Ich halte den Mund. Dorian, bitte. Aber das schmeckt nach Popeln. Popeln! Joss? Wir sind fertig. Aufgegessen? Dann ab ins Bett. Hier, wir haben dir was übrig gelassen. Danke, Monique. Habt ihr was gefunden? Morgen wissen wir mehr. Ich habe Beweise an ein Labor geschickt. Vielleicht wissen wir morgen früh, wo Randy ist. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Gestern. Iss ruhig. Ich habe keinen Hunger. Danke. Vielleicht später. Na, erstmal in Ruhe. Und jetzt mal Klartext. Keine Lügen. Und guck nicht zu meinem Bruder.
findet ihr meinen Sohn. River weiß, was er tut. Randy ist so gut wie zu Hause. Ich werde nicht aufgeben, Joss. Joss, können wir heute in Randys Wohnwagen übernachten? Ja, sicher. Du bleibst doch, oder? Du musst mir helfen, das durchzustehen. Natürlich. Natürlich bleibe ich. Gut. Findest du allein hin? Ja, ich gehe dann auch gleich pennen. Und das haben wir ja schon gehabt. Ja, gehen wir erstmal eine Runde ratzen. Wie? Wach auf! Was los? Ich bin noch müde. Yavin hat angerufen. Der Cartoon hat gewirkt. Er träumt. Hast du den BD? Hier, steck rein und verbinde dich mit dem Computer. Ich will's auf dem Bildschirm sehen. Dein Doc arbeitet schnell. Nicht schlecht. Ja, so hell. Was stimmt nicht mit dir, Anthony? Dir ist schon klar, dass ich das melden muss. Das ist nicht normal, Anthony. Du hast Liams Schildkröte getötet. Der Kleine war krank. Hat nicht gefressen. Ist im Panzer geblieben. Ich wollte ihm helfen. Indem du ihm Somatropin spritzt? Was hast du dir dabei gedacht? Hast du das von deinem Vater gelernt? Gute Menschen haben dich aufgenommen, vertrauen dir. Und so bedankst du dich? Dein Freund ist tot, ich weiß. Aber das ist keine Entschuldigung. Fick dich. Was hast du gesagt? Okay, mir reicht's jetzt. Der Schulleiter wird davon hören. Und deine Pflegeeltern. Wie der Vater, so der Sohn. Nicht über meinen Dad zu reden. Ja, du kleiner Scheißer, ich weiß alles. Als seine Farm pleite ging, hat er sich erschossen. Halt die Schnauze! Red nicht über meinen Vater, du Wichser! Du darfst nicht. Er war krank. Schwach. Ich wollte ihm nur helfen. Was? Hier steht gerade eine Kuh mit einer Maske. Das hier ist Harris Schulzeit. Was stimmt nicht mit dir, Anthony? Dir ist schon klar, dass ich das melden muss. Immer auf den Innenwechsel. Das ist nicht normal, Anthony. Du hast Liams Schildkröte getötet. Der Kleine war krank. Hat nicht gefressen. Ist im Panzer geblieben. Ich wollte ihm helfen. Wenn du ihm so auf Pinsch willst. Das ist einfach ein. Ich hab ihn. Das ist einfach ein. Ich spur mal ein bisschen vor.
Lebenslauf sagt mir was. Den haben wir an der Polizeiakademie behandelt. Ich guck mal, an welcher Schule das war. Laguna Bend. Die ganze Stadt wurde in den 50ern überflutet. Immerhin wissen wir, aus welcher Gegend Harris stammt. Soweit, so gut. Ich sehe nicht mehr. Ich muss mal kurz ein Ebenenwechsel machen, dass ich was sehe. Kann mich gerade nicht bewegen. Was ist denn jetzt los? Ich sehe nicht mehr. Ich kann mich jetzt auch gerade so ja nicht bewegen. Was stimmt nicht mit dir, Anthony? Dir ist wirklich das Melch erwähnt. Das ist nicht normal, Anthony. Du hast Liams Schildkröte getötet. Ah, jetzt. Der Kleine war krank. Hat nicht gefressen. Ist im Wasser geblieben. Ich wollte ihm helfen. Was war denn das jetzt? Ich sehe nicht mehr. Okay, warte mal. Da. Hier komme ich raus. Eine alte Trophäe aus dem Jahr 2042. Erster Platz in einem nationalen Ringturnier. Ja, du kleiner Scheißer, ich weiß alles. Als seine Farm pleite ging, hat er sich erschossen. Halt die Schnauze! Red nicht über meinen Vater, du Wichser! Du darfst nicht. Er war krank. Schwach. Ich wollte ihm nur helfen. Okay, wir gehen mal zum nächsten Abschnitt. Ey, danke. Das ist ein bisschen strange. Eine Kuh mit einer Maske. Gut, ich habe alles schon gesehen, aber gut. Ist jetzt wirklich neu.